In der Pazifikregion rund um die Insel Taiwan ereignen sich 60% aller Erdbeben weltweit. Und jährlich fegen zahlreiche Taifune über den Inselstaat hinweg. Ausgerechnet hier steht eines der höchsten Gebäude der Welt, das Taipei 101. Meter hoch ragt der Gigant aus Glas und Stahl über die Skyline von Taipei, der Hauptstadt des Landes. Tag für Tag strömen über 10.000 Menschen in das Gebäude der Superlative. Seinen Namen verdankt das 101 der Anzahl seiner Stockwerke. Zu Silvester 2004 wurde Taipeis Wolkenkratzer offiziell eingeweiht, als das höchste Gebäude der Welt. Fast täglich bebt die Erde in Taiwan. Zusätzlich fegen jährlich 3 bis 4 tropische Wirbelstürme mit bis zu 250 Stundenkilometern über die Pazifikinsel hinweg. Zwischen dem 92. und dem 87. Stockwerk des Wolkenkratzers wurde deshalb eine 660 Tonnen schwere Stahlkugel montiert, die das Gebäude ausbalanciert, wenn es ins Wanken gerät. Das Pendel ist die Touristenattraktion. Für die Planer des 101 war der noble Finanzbezirk Tsing-I der optimale Standort für das prestigeträchtige Gebäude, das in direkter Konkurrenz zu den asiatischen Wirtschaftszentren in Shanghai, Tokio und Hongkong steht. Das 101 ist nach den Regeln des Feng Shui erbaut, der uralten chinesischen Kunst, ein Gebäude so zu errichten, dass es im Einklang mit seiner Umgebung steht. Einer der berühmtesten taiwanesischen Feng Shui-Meister, Yuan Jinqie, wird immer dann zu Rate gezogen, wenn es um den Ausgleich zwischen modernem Design und traditioneller Baukunst geht. Wenn wir das Taipei 101 von außen betrachten, können wir überall an der Fassade verteilt die Symbole erkennen. Oben sehen wir die Spitzen, die an den Ecken herausragen. Das sind stilisierte Drachenköpfe. Drachen symbolisieren in der chinesischen Kultur den höchsten Rang, Macht und Erfolg. Deswegen stehen sie als Symbol für die Rolle des Taipei 101 in der Geschäftswelt. Zweitens sind viele runde Motive zu erkennen, die in der Mitte ein Rechteck haben. Das sind altchinesische Geldmünzen, die das Wichtigste in der Geschäftswelt darstellen, die unentwegte Vermehrung von Geld. Des Weiteren ist das Shui, also Wasser, im Konzept des Feng Shui besonders wichtig, weil Wasser den Zustrom von Reichtum symbolisiert. Deswegen muss unbedingt ein Gegenstand vorhanden sein, der das Wasser auffängt. Springbrunnen oder andere Arten von Wasserkunst haben also die Funktion, den Reichtum zu vermehren oder zu erhalten. Angel Wang ist 26 Jahre alt und arbeitet seit 2 Jahren an der Teebar in der großen Lobby der unteren Einkaufspassage. Als ich hier anfing zu arbeiten, war ich sehr aufgeregt. Denn das 101 ist ja ein sehr modernes, weltberühmtes Gebäude und war damals in aller Munde. Aber ich war auch deshalb sehr nervös, weil ich das erste Mal eine Arbeit hatte, bei der ich es mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hatte. Spät am Freitagabend ist Angel Wang auf dem Xilin unterwegs, dem größten Nachtmarkt Taiwans. An der Teebar verdient er im Monat umgerechnet knapp 400 Euro. Wie die meisten Bewohner Taipeis kann er es sich nicht leisten, in der luxuriösen Shopping Mall des 101 zu essen oder einzukaufen.
Sonntagnachmittag. Über dem südchinesischen Meer hat sich eine schwere Sturmfront aufgebaut. Und der staatliche Wetterdienst gibt die erste Taifunwarnung des Jahres aus. Das 101 hält dem Druck von einer Tonne je Quadratmeter Außenfläche stand. Besucher und Angestellte fühlen sich im Inneren sicher. Trotzdem ist jeder Taifun eine potenzielle Gefahr. Vor 3 Jahren gab es einen wirklich mächtigen Taifun. Es hat ununterbrochen geregnet und der Wind war enorm stark. Wir hatten natürlich alle notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen. Aber da waren 2 Journalisten, die trotz des Sturms und unserer Warnungen außen vor unserer Mall im 1. Stock standen, um vom 101 zu berichten. Ganz plötzlich geschah es dann, dass die Journalisten vom Sturm gepackt und heruntergerissen wurden und vom 1. Stock runter auf die Straße stürzten. Alle waren in Angst und Schrecken. Wir haben sofort den Rettungsdienst gerufen. Die Journalisten waren schwer verletzt. Das war schon ziemlich schrecklich. Rund 10.000 Menschen arbeiten in Taiwans riesigem Wolkenkratzer. Servicepersonal, Verkäufer, Banker und Versicherungsangestellte. Das Gebäude ist ein zentraler Jobmotor für das Land geworden. Der 35. Stock ist die Drehscheibe des 101. Hier müssen die Fahrstühle auf dem Weg nach oben bzw. nach unten gewechselt werden. Hier befindet sich auch das einzige Raucherzimmer im ganzen Gebäude und der einzige Supermarkt, in dem sich die Angestellten günstig mit dem Nötigsten für den Tag versorgen können. Ein Espresso bitte. Das Observatorium mit der angeschlossenen Aussichtsplattform im 86. Stock ist das beliebteste Ausflugsziel in Taiwan. Jahr für Jahr kommen über 1 Million Besucher hierher, um den spektakulären Blick über die Stadt zu genießen. Okay.